Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottermore. Bevor ich jetzt aber auf die Seite gehe, muss ich euch ganz kurz was ankündigen. Und zwar hat sich die Pottermore-Seite ja wirklich komplett verändert. Und deshalb muss ich quasi das Ganze von vorne, also nicht von vorne beginnen, aber ich habe mir die Seite jetzt noch nicht genau angeschaut, sondern habe bemerkt, dass sie sich verändert hat und habe direkt ja quasi das Video gestartet, um mit euch gemeinsam diesen Neuanfang bei Pottermore mitzubekommen. Ich kenne die Seite also noch nicht. Das Einzige, was ich kenne, ist der Startbildschirm, den ich mir jetzt gleich auch gemeinsam mit euch nochmal angucken werde. Und dann wird es losgehen. Ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf pottermore.com. Achtung, los geht's. Pottermore from J.K. Rowling. Welcome to the digital heart of the wizarding world, packed with exclusive writing, news, features and surprises. Listen to a message from J.K. Rowling. Begin your journey. Im Prinzip ist das ja nichts anderes als vorher. Ich habe ja auch über eine Nachricht die Ankündigung bekommen, dass die Pottermore-Seite sich ändern wird und dass sie am Anfang nur auf Englisch vorhanden sein wird, was ich ein bisschen schade finde, weil mein Englisch ist jetzt nicht so unbedingt das Überragendste. Und ich weiß halt auch nicht, inwieweit ihr das alles versteht, aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal das hier. Welcome to Pottermore. Autsch! This is my magical corner of the internet, a place where you can explore my writing, both familiar and new, and where you can read features, articles and news from the Pottermore team. New information will be revealed about the characters, places and magic you're familiar with, as well as introductions to a few new characters, places and notions. Pottermore is a place where you can unleash your imagination and allow it to lead you on adventures. If you need a little extra magic in your life, you've come to the right place. Okay, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht nochmal neu anmelden muss. Deshalb. Ach, du Scheiße, was ist das denn? The Great Wando Graphic? How many times are wands used in Harry Potter and who uses there the most? What? Was zum Henker ist das? Was? Ich habe keine Ahnung. Collection or Profiles, Type 2 Letters to Begin. Hä? Was zum Henker wollen die hier von mir? Okay. Offensichtlich gibt es hier schon neue Texte, aber die sind halt alle auf Englisch und ich muss zugeben, das interessiert mich jetzt auch nicht so wahnsinnig. Okay, aber hier kann man sehen, wie oft die Zauberstäbe wahrscheinlich benutzt wurden. Hier wahrscheinlich. Expecto Patronum Expelliarmus. Stupefy. Weasley vs. Malfoy. Malfoys. Weasleys vs. Malfoys. So. Oh Gott, wie lang ist das? Four powerful acts of motherly love. Elsewhere on Pottermore. Kann ich nicht einfach ganz normal weitermachen? Also, ich weiß nicht, ich finde das klar, es ist super, dass es jetzt hier Texte gibt ohne Ende, aber explore the story, bitte. Da. Och Mann, was ist denn das? Mann.
Ja, es ist mega interessant. Aber nichts für ein Let's Play, Leute. Ach, das ist doch doof. Ja. Und was tue ich jetzt? Features, News, Shop. Features? Meine Harry Potter Characters worth remembering. Harry's invisible cloak came in handy. With a wisdom. Five Death Eaters he'll never forget. Dumbledore's wisest words. Also es ist eine Menge Text. Es ist wirklich eine wahnsinnige Menge Text. Aber offensichtlich gibt es diese ganz normale Pottermore-Seite nicht mehr. Privacy and Cookies Policy. Es gibt ja auch nichts mehr, wo man sich anmelden kann. Und ich weiß nicht, also geht's weiter? Ach, hier kann man weitergehen, okay. Meet Teddy Redmayne. The dog on the set of The Beast with the Unicorn. Okay. Sind wir hier? The Potter Family. Would be the best work mentor ever. Here's why we think Minerva McGonagall would make the most amazing mentor. Harry Potter and the Cursed Child. Creative team behind the play. Reveal more. Pottermore Shop. Ja, also so wie es aussieht, gibt es die normale Pottermore-Seite nicht mehr. Ich finde das ein bisschen sehr schade, weil ich habe die ganzen interaktiven Momente noch nicht durchgehabt. Und ja. Also ich finde es wirklich sehr schade. About. Also für alle, die wirklich rein textlich mehr über Harry Potter herausfinden möchten, für die ist das hier super. Aber für mich absolut überhaupt nicht. Also ich hätte mir die alte Seite viel lieber. What would you like to do? Ich könnte Ihnen jetzt halt auch schreiben, was ich da so. Start typing to explore. Type two letters to begin. A. S. Ach so, hier. Okay. Gucken wir uns mal die News an. Was haben wir hier? Fan reacts to the new Pottermore. Das wird mich ja mal interessieren. I've had a lot of things to say about the new Pottermore. So much of your feedback has made us blush and whoop and high-five each other in the kitchen. I wish I could spend the whole day drinking tea and exploring the wonderful new side, okay? Trying to resist getting sucked in a Pottermore and work instead. Das ist das, was ich auch sagen würde. The new Pottermore has no magic left. I don't like it at all. Geht mir genauso. Through the history of the Potter family, we'll still be here. You can find out your Patronus on Pottermore soon.
Was? Wann? Warum? Maybe people would stop screaming at you, me including, if you would tell them about the reasons that led you to the decision to end Old Pottermore. Nevertheless, thank you for all your support and your efforts. Yes, you may, especially because you asked so nicely. Let me give you a little idea of why we decided to revamp Pottermore, and please know that we appreciate how much it has meant to you. Pottermore is a block now. What happened to making spells and brewing potions? I'm sorry, but I like the old version better. I like using caps lock for emphasis too. I guess you could say we are bloggish or bloggesque. Yeah, but we are so much more than that. I'm so sorry you missed the old version of Pottermore, and I do understand. It was great fun, but I bet you two butterbeers and a chocolate frog that you'll come to love our new site more. You might not be able to brew potions or cast spells on the site anymore, but we do have exciting interactive features on their way. The sorting hat will return and you'll be able to log in with an account. Das heißt, man kann sich im Moment noch nicht mit einem Account einloggen. Don't give up on us yet, just yet, Isabella. All we want is to give you the best Wizarding World experience possible. People work on Pottermore. It's someone's job to ask Jo about the world, or read her notes, then write about it. Yes, we do work for Pottermore. What do you do? I noticed from your Twitter name that you're a Ravenclaw. So whatever it is, you do it well. Catch you in the library sometime. The new Pottermore website is so addicting. I think I need help, serious medical help. Who is the Pottermore correspondent and who do we become friends? Who is the person? May I carry that person? Okay, also es scheint gespaltene Meinungen zu geben. Die einen scheinen damit mega zufrieden zu sein, die anderen so nicht wirklich. Ich bin jetzt mal ganz kurz da. Ich würde gerne... Ich guck mal kurz. Harry's father and a member of the Marauders in the First Order of the Phoenix. Murdered by Voldemort. Oh, das ist durchaus interessant. Then you take Harry and go. It's him. Go, run. I'll hold him off. The Marauders map? Gib mir. Das ist ja natürlich absolut meins. Huch, was ist das? Das war bestimmt so ein interaktiver Moment. The Goblin at its age line. Also, ich muss sagen, es ist doch sehr interessant. Also, ja, es ist gewöhnungsbedürftig, es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich bin mir sicher, sie arbeiten ja auch noch dran. Und ich muss sagen, ich explore hier mal noch ein bisschen, wartet ganz kurz, wo wir gerade bei den Marauders sind. Ich werde mir gleich auch noch was zu Lupin durchlesen, definitiv. There is an Imago's godfather who escaped from Azkaban, an old friend of James and Lily Potter. Illustration. Azkaban, Marauders transformed. You don't understand. There are things worth dying for. Schoolboy Marauder. Boah, das war das Schlimmste, was man mir antun konnte. Dieses Bild, dieser Flashback, diese Marauders, nein! Um Gottes Willen! Jedes Fanart der Marauders ist besser als das. Mr. Badfoot would like to read. It's astonishment that an idiot like that ever became a professor. Ja, ich weiß, dass Sirius wäre ein besserer Professor geworden. Jetzt sieht man hier natürlich die ganzen Illustrations, die man verpasst hat. Da, so sieht Sirius aus, verdammt nochmal. Only one pair was still battling, apparently unaware of the new arrival. Harry saw Sirius take Bellatrix, yet of red light, jet of red light.
Da habe ich mich nämlich auch in meinem Film gewundert, muss ich sagen. Weil es wurde immer gesagt, Sirius' Haare reichen bis zu seinen Ellbogen. Also irgendwie haben die Ellbogen und Schultern verwechselt im Film, finde ich. Aber gut. Sirius Black Fact File. Das gab es bei James Potter nicht. Parents, Orion Black and Walburga Black. Skills, Animagus. Nonverbal Magic and Charms. 18. Juni 1996, ohne Witz? Der ist ja jünger als mein Bruder, das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Ach, Death, ich wollte gerade sagen. Also, geboren kann er da ja nicht gewesen sein. Das ist egal. Peter Pan. Severus Snape, Bellatrix. Okay. Ja gut, es gibt hier wirklich. Also die ganzen interaktiven Momente kann man hier natürlich jetzt nicht mehr sehen, aber man kann die Bilder dazu sehen. Das finde ich schon mal sehr cool auf jeden Fall. Und ich werde hier wahrscheinlich noch ein bisschen stöbern, auf jeden Fall. Jetzt habe ich erst 15 Minuten. War nicht schlecht. Azkaban. Jede Menge Text. Oh, Dementoren. Lupin Unbound. Was heißt denn Unbound? Boah, dieser Werwolf. Schrecklich. Ich finde, Werwölfe in Filmen sehen ganz, ganz fürchterlich aus. Ich hatte Werwölfe immer. Kennt ihr den Film Van Helsing? In dem Film Van Helsing, finde ich, sehen die Werwölfe unfassbar geil aus. Wirklich, unfassbar. Und das sind Werwölfe, wie ich mir sie vorstelle. Nicht diese nackten Viecher, die irgendwie in den Filmen sonst immer dargestellt werden. Das ist total fürchterlich. Ganz, ganz fürchterlich. Remus Lupin, Werewolves. A Wolf-like Lupin? Full Moon? Ja. Also ich werde mir Remus Lupin auf jeden Fall durchlesen. Member of the Order of the Phoenix, Hogwarts Teacher, Tonks Husband and Werewolf. Ach ja. Lupin ist neben Sirius mein absoluter Liebling in der ganzen Harry Potter-Reihe. Remus John Lupin, Werewolf, sometimes known as Moony, one of the four creators of the Marauders Map. Voll gut. Pushed his graying hair out of his eyes. Thought for a moment, then said, that's where all of this starts. Das dritte Buch ist auch das, was ich mit Abstand am häufigsten gelesen habe. Wahnsinnig cool. It has nothing to do with weakness. The Dementors affect your worse than the others because there are horrors in your past that the others don't have. A lesson from Lupin. Hey, da hätte ich eine Karte einsammeln können. Kann ich mir die mal noch angucken? Ja, angucken kann man sie sich halt, aber es gibt nicht mehr diese interaktiven Momente. Boggarts, Hogwarts, Dementors. Da ist aber eine Sphinx drauf und bei Harry Potter ist ein. Naja, gut, Harry Potter wird wahrscheinlich der längste Text sein. Das sieht wiederum aus. Das ist Sirius. Das ist Lupin. Ne? Sieht für mich so aus. Oder es sind beides Werwölfe. Kann natürlich auch sein. Ja, aber dann ist der Werwolf definitiv besser dargestellt als anders. Remus John Lupin. 10. März 1960 geboren. Suppressant Unicorn Hair. 10¼ inches. Pleibel. Was auch immer das heißt. Haus Gryffindor, Patronus, Wolf. Haha, wer hätte es gedacht? Lyle Lupin. And Hope Howell. Er hatte eine Muggelmutter. Wie cool. Wusste ich gar nicht. Exceptionally gifted in defense against the dark arts. 2. Mai 1998. Mein Junge. Warum? Marauders Map. Ich will.
Oh Gott, es ist so ein Gott. Ich will sie haben. Ich muss sie einfach haben. Die ist so geil. Das ist das Geilste, was jemals. Oh! Magic Parchment that reveals the current location of anyone on Hogwarts grounds. Route is transformed. Ach, da hinten ist Pettigrew. Süß. Aber da sieht der Werwolf auch sehr interessant aus. Es ist so. Oh. The point is, even if you're wearing an invisible cloak, you show up on the Marauders map. Shows the location of any person or ghost on Hogwarts ground. Isn't fooled by an animagus or her invisibility cloak. Purpose, mischief. Who made or first owned it? Ja, natürlich. Die Marauder. Die Rumtreiber. Oh Gott. Okay, also bevor ich mich jetzt hier noch komplett verliere und das Ganze in irgendwelchen. Ne? Ihr habt jetzt die neue Pottermore-Seite gesehen. Ich muss sagen, ich bin gespaltener Meinung. Ich finde es nicht gut, dass sie die alte komplett verändert haben, dass das alte einfach komplett weg ist. Ich fände es wundervoll, wenn man wenigstens noch so ein bisschen auf die alte zugreifen konnte, weil da war einfach wirklich mehr Magie drin. Da, die alte Seite war wirklich was unglaublich Besonderes und ich vermisse es wirklich sehr. Zum Glück habe ich es wenigstens in ein paar Videos festhalten können, sodass es für mich persönlich und vielleicht auch für euch nicht ganz verloren ist. Aber das hier, das ist einfach nicht mehr Pottermore, meiner Meinung nach. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es sind ja Dinge verlautet worden, wie man kann bald seinen Patronus finden und sowas. Und der sprechende Hut wird wiederkommen, sodass man sich wieder in einem Haus einloggen kann, sozusagen. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen stöbern. Mal schauen, ob ich davon auch wieder eine Folge aufnehme, aber ich glaube es eher nicht. Und ich habe das Gefühl, dass Pottermore selbst mein Let's Play hiermit beendet hat. Finde ich wahnsinnig schade. Ich habe mich unglaublich drüber gefreut und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber so kann ich daraus jetzt nicht mehr viel ziehen. Es tut mir sehr leid. Ich gucke mal, ob ich es irgendwie noch weiterführen kann. Aber naja, falls ihr das bis hierhin tatsächlich geschaut habt, vielen Dank. Ich bezweifle es zwar, aber trotzdem freut es mich, dass ihr es geschaut habt. Ich hoffe auch, es hat euch so ein bisschen gefallen und schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu der neuen Seite unten in die Videobeschreibung. In die Videobeschreibung, genau. Schreibt es mir in die Videobeschreibung. Nein, schreibt es mir unten in die Comments. Mich würde sehr interessieren, was ihr von der neuen Seite haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.